Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es mal wieder etwas, das gab es ganz lange auf meinem Kanälchen nicht mehr. Und zwar heute gibt es einen Schnuppelschnack. Ich möchte mich nämlich über etwas einmal auskotzen oder auslassen oder einfach mal aussprechen, was bestimmt jeder oder fast jeder von euch kennt. Und ich habe dieses Bedürfnis schon etwas länger, allerdings wusste ich noch nicht, wie ich es verpacken sollte. Und da habe ich unbewusst von der anderen Seite unverhofft Hilfe aus dem Internet gekriegt. Und zwar folge ich schon seit einer Weile auf Facebook der Seite Mimikana, beziehungsweise zuerst denken, dann klicken, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein aus Österreich, Mimikana, die sich in ihrer Freizeit quasi der Richtigstellung von Falschmeldungen oder der Erforschung von irgendwelchen dubiosen Kettenbriefen und sowas aus dem Internet verschrieben haben. Und zwar, ihr kennt das, es gibt auf WhatsApp und im Internet gibt es immer wieder Kettenbriefe, es gibt immer wieder Nachrichten, zum Beispiel, ach, für jedes Like spendet Facebook 1 Euro für dieses arme, krebskranke Kind. Und Mimikana ist da seit Jahren jetzt schon dabei und debunked, beziehungsweise, wie heißt das nochmal, enttarnt solche Falschmeldungen, auf die leider Gottes immer noch sehr viele Leute reinfallen. Und die haben letztens einen Bericht veröffentlicht, wo ich mir einfach fast in die Hose gemacht habe vor Lachen und meinte so, yeah, das ist es. Und zwar heißt dieser Bericht, den verlinke ich euch übrigens auch unten drunter, könnt ihr mal so das drumherum lesen, heißt eher Kleinanzeigen, die 7 Käufertypen. Und sowas in die Richtung hatte ich auch vorzumachen, nur irgendwie fehlten mir da noch so die richtigen Ideen. Und da habe ich jetzt beschlossen, ich klaue einfach mal von Mimikana und gebe meinen eigenen Senf mit dazu. Es wird natürlich alles unten verlinkt, also ist es jetzt offiziell hoffentlich kein Clown. Ich mag Mimikana sehr gerne, beziehungsweise ZDDK mag ich sehr, sehr gerne, weil ihr würdet es nicht glauben, auf was Leute reinfallen. Sehr schön illustriert ist der Artikel übrigens mit den Comic-Strips von Erzähl mir nix, verlinke ich auch mal unten. Das ist quasi, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer die malt, aber das sind so kleine Strichmännchen-Comic-Strips und die passen einfach wunderbar dazu. Und ich fange einfach mal an und lese das dann vor jeweils und werde dann meinen eigenen Senf mal dazu geben. Mal gucken, wie viele von euch da mir zustimmen oder auch dieselben Erlebnisse gemacht haben. Nummer 1, die Oberflächlichen. Kennst du das? Du beschreibst einen Artikel sehr ausführlich, machst 8 bis 12 Bilder dazu. Alles ist klar, doch am Ende hat man Fragen vorliegen, deren Antwort bereits gegeben wurde und man fragt sich, soll ich das nun nochmals und auch freundlich beantworten? Da muss ich ehrlich sagen, das kenne ich zu Genüge. Also ich muss dazu sagen, ich verkaufe auf vielen verschiedenen Plattformen. Zum einen auf dem normalen eBay, wo ich inzwischen über die Jahre, und ich mache das wirklich schon einige Jahre, meine Eltern sogar noch länger, so einen Text unten an den Verkaufstext dranhänge mit ich nehme nichts zurück, bitte Beschreibung lesen, alles steht drin, keine Gewähr, ich tausche nicht um, ich versende nicht ins Ausland, bla bla bla. Nur um mich abzusichern, damit ich immer darauf hinverweisen kann. Natürlich liest das nicht jeder, aber selbst die einfachsten Sachen wie die Maße von einer Bluse oder so, wird nicht gelesen. Ich verkaufe auch auf Kleiderkreisel, also was heißt verkaufen? Kleiderkreisel versuche ich es, aber da tut sich irgendwie nichts. Kleiderkreisel, hauptsächlich Kleinanzeigen und ganz schön ist natürlich auch der Facebook Marketplace. Das ist so der Melting Pot der Assis teilweise. Das ist sehr schön, muss ich jetzt da so sagen. Und auch da ständig, da wird gefragt, ich schreibe zum Beispiel ganz oft dazu, dass ich bitte um Überweisung bitte oder sowas. Da werde ich ständig gefragt, nimmst du PayPal? Nein. Oder Sachen zum Abholen, ganz, ganz besonders Sachen zum Abholen. Das ist bei Kleinanzeigen immer geil. Ich setze Sachen rein, was weiß ich, eine Yankee Candle und schreibe dazu, nee, ich habe ein besseres Beispiel. Und zwar habe ich vor einer ganzen Weile True Fruits, diese Smoothie-Flaschen, die sind aus Glas verkauft. Ich habe die mal eine Weile gerne getrunken und ich habe mitbekommen, dass es Leute gibt, die sammeln. Und da habe ich die für einen günstigen Preis, 1 Euro pro leeres Glas reingesetzt. So, habe dazu geschrieben, das war so ein Set aus 5 oder 6 großen Flaschen, dass ich nicht versenden möchte. Aus
Ich wollte das nicht machen, damit ich nachher, egal wie gut ich einpacke, kein kaputtes Glas darum fliegen habe, wo sich jemand verletzen kann. Ich versende sehr ungern Sachen aus Glas. Und habe dick und fett reingeschrieben, kein Versand, nur Abholung. Ich habe bestimmt für diese speziellen Flaschen über 10 Anfragen bekommen. Und genau eine Person hat es akzeptiert, dass ich nicht versende. Und die Person hat es dann bekommen. Da kamen dann so Sachen wie, ja, aber warum versendest du nicht? Oder ach, ich nehme sie auf jeden Fall, aber du musst versenden. Oder ich zahle dir das Doppelte, aber du musst versenden. Oder ach komm, gib dir einen Ruck, versende doch und so Sachen. Es interessiert kein Schwein, ne? Also, nö. Und dann im Endeffekt das Mädel, was die Flaschen dann gekauft hat an der Tür, hat mir genau dasselbe erzählt und hat sich auch an den Kopf gepackt. Gut, im Endeffekt ist es für sie gut gelaufen, aber ja. So ist es halt, ne? So, ihr Lieben, ich habe die Kamera ein bisschen umgestellt. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich wieder eine Schildkröte gemacht habe und immer wieder am unteren Bildrand verschwunden bin. Gehen wir zu Punkt 2 über. Ich kann nicht mehr reden. Punkt 2. Was ist letzte Preisfrage? Frage. Eigentlich brauche ich da gar nicht mehr drauf eingehen, weil ich glaube, das sagt schon alles, ne? Aber es geht ja noch besser. Kennt ihr diese Leute, die gar nicht wirklich auf Produkt und angesetzten Preis eingehen, sondern direkt nach der Preisgrenze fragen? Es handelt sich dabei um die sogenannten Was-ist-letzter-Preis-Frage. Ich finde es immer wieder spannend, wie man damit umgehen kann. Meine Frau beispielsweise antwortet daraufhin immer mit einem höheren Preis als der eigentliche Verkaufspreis. Einmal hat das sogar funktioniert. Das muss ich mir merken. Also das ist eine gute Idee. Also ich hatte mal vor einer ganzen Weile so einen ganz lustigen Text im Internet gesehen oder den hatte meine Schwester mir mal geschickt, so einen Screenshot davon, wo man einfach irgendwie so einen lustigen Verarschetext zurückschickt. Aber ich habe den nicht mehr gefunden. Inzwischen habe ich mir auch was abgeguckt, das habe ich auch irgendwo anders mal gesehen. Inzwischen antworte ich auf die Frage nur noch, wenn kommt zum Beispiel, was ist Schmerzgrenze? Was ist die Schmerzgrenze? Dann sage ich so, naja, nachts auf ein Lego treten ist schon ein bisschen schmerzhaft, aber sonst, ne? Also ich gehe da schon gar nicht mehr drauf ein. Also diese Fragen sind rotzefrech. Oder ich antworte einfach mit dem Normalpreis oder meistens antworte ich schon gar nicht mehr, weil diese Was ist letzte Preisfrage, hallo? Also das ist total bescheuert. Also das ist einfach das Schlimme bei diesen Kleinanzeigen heutzutage sind, es ist einfach ein absolut respektloser Umgang geworden. Also das ist einfach nur, was ist letzter Preis? Das respektiert überhaupt nicht, dass jemand einen fairen Preis für etwas ansetzt. Gut, würde ich jetzt was ich eine Yankee Candle für 100 € reinsetzen, was wirklich ein total horrender, übertriebener Preis ist für eine Duftkerze. Na? Kann ich verstehen, dass das jemand nicht ernst nimmt. Wenn ich aber eine Kerze, die zum Beispiel 30 € kostet, jetzt mal aufgerundet, im neuen Zustand, wo ich vielleicht nur dran geschnuppert habe und die ich dann für, 25 € reinsetze, dann so eine Anfrage kriege, dann komme ich mir schon verarscht vor. Ne? Also das ist wirklich nicht so schön. Aber ich glaube, die kennen wir alle. Nummer 3, die Schnorrer. Oh, die Schnorrer. Herrlich, habe ich regelmäßig. Aber noch besser als die Was ist letzte Preisfrage sind jene Menschen, die der Ansicht sind, gebrauchte Waren auf Plattformen mit Kleinanzeigen seien ja grundsätzlich quasi herzuschenken. Und wenn es die nicht von vornherein geschenkt gibt, kann man ja mit einem dramatischen und tränenreichen Argument nachhelfen, sodass der Verkäufer ein schlechtes Gewissen bekommt. Wenn du mir den Artikel nicht schenkst, bist du ein schlechter Mensch. Sowas wirkt bei mir schon ewig nicht mehr. Wenn es irgendwen gibt, der versucht, mir mit irgendetwas ein schlechtes Gewissen zu machen, da bin ich eiskalt. Das ist sowohl bei diesen, ich sag jetzt mal, Leuten von, was weiß ich, AWO oder, Entschuldigung, oder dem DRK oder sonst wo, die mit ihren Ständen in der Stadt stehen und dann so nach dem Motto, ja, wir helfen armen Kindern, spendet. Und wenn ich was spenden möchte, mache ich das von mir aus. Ich möchte da nicht angequatscht werden. Ich werde jedes Mal angequatscht. Und wenn ich dann sage, nein, danke, keine Zeit oder so, dann heißt es, aber die armen Kinder in Afrika, sind die ihnen denn egal? Und dann sage ich eiskalt, ja. Und gehe weiter. Weil so Sachen, diese Mitleidsschiene, funktioniert bei mir null. Das ist genau dasselbe. Jetzt rutsche ich irgendwie schon wieder runter. Moment. So. Irgendwie rutsche ich immer wieder runter. Tut mir leid. Das ist ein bisschen chaotisch. Ich habe schon länger keinen Schnubbelschnack mehr gemacht. Das ist genauso bei den Kleinanzeigen.
Da wird man angeschrieben mit Sachen wie, ach ja, meine arme Oma hat Krebs im linken kleinen Zeh, können Sie mir das nicht 20 Euro günstiger geben, können Sie es mir nicht schenken oder ach, ich bin ja alleinerziehend, ich kann mir ja nichts leisten und hin und her. Nee, sorry, aber dann braucht man auch nirgends anfragen, weil wenn ich die Sachen, das ist auch so eine Sache, zum Beispiel, ich habe die Sachen als Festpreis inseriert und nicht für Verhandlungsbasis und trotzdem kriege ich jedes Mal diese Schmalznachrichten. Natürlich, ich weiß, es hat nicht jeder leicht im Leben, nicht jeder hat die Mittel. Man kann auch auf eine ganz normale Art und Weise fragen und sagen, zum Beispiel im ersten Satz, ne? Weil meistens ist es so, die schreiben einen an, ja, ich habe Interesse und kann ich überweisen und wohin und hierhin schicken. Und dann auf einmal heißt es dann, ach ja, ich kann mir das nicht leisten, können Sie es mir für die Hälfte geben oder vielleicht sogar schenken. Wenn aber jemand hingeht und sagt, ich möchte unbedingt was ich diese Yankee Candle haben, die habe ich für 25 Euro drin und hat aber keine 25 Euro und hat vielleicht nur 20 Euro oder 15 oder so. Wenn die Person mich anschreiben würde und sagen würde, hallo, ich interessiere mich total für diese Kerze, ich habe sie lange gesucht, leider bin ich im Moment vom Finanziellen her knapp oder man muss es nicht mal dazu schreiben, aber leider ist es mir nur möglich, was ich sage jetzt einfach mal 15 Euro zu zahlen. Und wenn man das von vornherein wirklich ganz normal sagt, könnte es eventuell sein, dass ich sogar sage, ja komm, ich will es loswerden, nimm sie. Ne? Aber das ist auch ganz schwer zu beschreiben, wenn man wie ich sehr lange schon verkauft und inseriert. Irgendwann hat man Gefühl dafür, irgendwann erkennt man auf einen Blick, wenn die Leute einen verarschen wollen. Auch geil war letztens auf Kleiderkreisel. Ich wollte ein Anna Jacke Parfüm verkaufen. Das war schweineteuer, als ich es neu gekauft habe. Ich habe es zweimal oder so gesprüht. Leider hat der Duft mich, dadurch ist mir immer schlecht geworden. Ich habe ihn nicht vertragen. Und dann stand er jahrelang im Schrank rum. Ne? Anstatt, dass ich ihn hätte damals umtauschen können. Aber ich wollte ihn damals unbedingt haben. Und habe gedacht, naja, vielleicht vertrage ich ihn ja irgendwann mal. Und irgendwann kam nie. So, dann steht dieses Parfüm ewig im Schrank rum. Ist aber noch gut, ist wie neu. Und dann habe ich es reingesetzt für, ich glaube, 45 Euro. So. Und also es ist, was knapp die Hälfte ist von dem Originalpreis oder so. Zumindest war das mal so. Jedenfalls werde ich dann angeschrieben von einer, die meint dann, sie hätte Interesse und ob ich es ihr für 29,50 Euro gebe. Dann habe ich überlegt und dachte so, ist eigentlich mir zu wenig, aber ich habe es jetzt schon, drei Monate inseriert, keiner nimmt's. Ich will es weg haben, wenn sich jemand freut, von mir aus. Also habe ich zähneknirschend zugesagt. So, und dann auf einmal kam ich die Nachricht, ach nee, ich habe was Besseres gefunden, ich nehme es doch nicht. Ich so, dann, okay. Ist zwar scheiße, weil jemand anders mir, 20 Euro geboten hat, da hätte ich die vielleicht noch anschreiben können, dass ich mehr wollte und so, aber der hatte ich schon abgesagt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die Dame das nimmt. Jedenfalls kam dann plötzlich ein paar Tage später oder eine Woche später kam eine Nachricht, ja, ob ich denn von unten von dem Parfüm ein Foto machen könnte, ob es denn auch, das war, wo wir auch wieder zu dem Punkt kommen mit Lesen, ne? Oh, ob es denn auch das Natsumi Parfüm oder Toilette wäre und hin und her und ich so, wie in der Anzeige steht, ist es das, bla bla bla, schick aber das Foto und habe gedacht, ich warte mal ab. Und das Schönste war, dann schreibt mich diese Dame an und meinte dann so, ja, sie würde es gerne nehmen, allerdings habe sie auf eBay eines gekauft, dachte, es wäre dieses Natsumi Parfüm für einen guten Preis, hat sich aber vertan, es war das falsche Parfüm, jetzt wollte sie mein Parfüm haben und ich so, ja gut, okay, für 29,50 Euro, wie angeboten von mir aus und dann auf einmal so, ja nee, ob ich es ihr denn vielleicht für noch zwei, 10 Euro günstiger geben könnte, denn sie habe ja ihr Geld bei dem anderen Laden auf eBay da ausgegeben und habe jetzt nicht mehr genug übrig, für das bei mir für 29,50 Euro zu kaufen. Oh, ich sitze und denke mir so, ey, die Alte will mich verarschen, gell? Ich meine, das wollte die von Anfang an, aber hin und wieder denke ich mir so, Hauptsache es kommt weg, ne, whatever. Und da habe ich geschrieben, nö, wenn du es haben willst, dann nimm es für 29,50 Euro, ansonsten vergiss es. Und dann schrieb sie dann so, ja, sie wartet dann drauf, bis sie das Geld von eBay wiederbekommt, von der Reklamation. Und dann würde sie sich nochmal melden. Da habe ich gesagt, nee, ich habe kein Interesse mehr an dich zu verkaufen. Habe sie sofort geblockt und fertig war die Maus. Also nee, das, also so Sachen, und mit so Sachen habe ich teilweise einmal die Woche zu tun. Also wirklich, das ist grausam, also es ist wirklich übel.
Der nächste Punkt ist, also es wird wahrscheinlich ein längeres Video, wie ihr merkt. Nummer 4, die Faulen. Okay, nun sind wir dann wirklich soweit und verschenken tatsächlich den Artikel. Verdammt, ja, du kannst das Bettgestell, den alten Kühlschrank, Omas Urne, die Plattensammlung haben, aber bitte hol das ab. Nein, ich werde nicht noch Geld drauflegen, indem ich den Artikel auf meine Kosten versende. Ich werde auch keine Zeit investieren, indem ich dir den Artikel bringe. Verdammt nochmal, du bekommst den Kram ja schon geschenkt. Am Ende bleiben exakt noch 3 Gruppen an Kleinanzeigenkäufer über. So, und zu denen kommen wir gleich. Das ist auch wahr. Die Leute sind einfach wahnsinnig stinkefaul. Und auch hierzu habe ich ein sehr schönes Beispiel. Ich habe ein Werkzeugset verkauft für einen recht fairen Preis. Er hat mich noch runtergehandelt, aber auf normale Art und Weise, wie man halt so ein bisschen hackelt, ne? Das ist wie auf dem Flohmarkt. Es gibt gewisse, ich sag jetzt mal, gewisse Grenzen, in denen man auch fair handeln kann. Und ich habe es schon lange aufgegeben, darauf zu bestehen, dass ich die Sachen zum Festpreis drin habe, wenn jemand handeln möchte und es ist im fairen Rahmen, dann gehe ich drauf ein. Ich habe inzwischen die Preise, wenn ich sie einstelle, schon treu angepasst. Folgedessen kriege ich meistens in dem Fall das, was ich haben wollte und habe mich dann runterhandeln lassen. Ein anderes glücklich, hat ein Schnäppchen gemacht und ich habe mein Geld. Ne? Und jedenfalls hat dieser junge Mann mich runtergehackelt und auf einen fairen Preis. Ich habe gesagt, okay, dann und dann kommst du es abholen, meint er, ja. Und dann hat das irgendwie tagelang verschoben, keine Zeit. Und ich dann irgendwann gedacht, so ey, also wenn es bis jetzt nicht, bis dann und dann nicht klappt, dann vergiss es, ne? Und dann kam er auch tatsächlich und das habe ich aber auch hinterher erst gemerkt, dann hat er mir allen Ernstes über Kleinanzeigen, als er vor dem Haus im Auto stand, eine Nachricht geschrieben, ob ich doch bitte mit dem Set runter in die Feuerwehrzufahrt fahren könnte, runterkommen könnte und es ihm bringen könnte. Und das habe ich gar nicht gesehen, ne? Und er war schon spät dran. Das heißt, dieser faule Sack hat unten gestanden in seinem Auto. Und ich muss dazu sagen, ich habe ein Haus mit Fahrstuhl. Das heißt, ein einfacher Zugang, nur ein paar Meter vom Parkplatz gelaufen, Fahrstuhl hoch, fertig, ne? Und dann kam der irgendwann hoch, hat es dann abgeholt und das habe ich dann hinterher gesehen. Und als ich nicht reagiert habe, weil ich die Nachricht nicht gesehen habe, ist er dann erst hochgekommen. Also das, finde ich, ist echt dreist. Auch noch zu erwarten, dass ich die Sachen runterbringe. Also was weiß ich, wenn mich jemand anschreibt und sagt, ich bin gehbehindert oder was weiß ich, ich hatte gerade eine OP, kannst du mir entgegenkommen oder sowas, das ist kein Ding. Aber oder andere wollen auch, dass ich die Sachen nach Frankfurt oder sonst wohin bringe, wo ich dann sage, nee. Und es gibt auch Leute, wo ich dann sage, ja, komm es bitte abholen, wenn du es haben willst. Und dann sagen die, dann müssen die, was weiß ich, 5 Stationen mit der S-Bahn fahren und sagen mir, nö, das ist mir zu weit weg. Also sorry, wenn es etwas gibt, was ich gerne haben möchte, dann fahre ich von mir aus bis nach Frankfurt und hol's ab. Oder fahre ich halt die 3 S-Bahn-Stationen und hol's ab. Das ist absolut kein Problem. Vor allen Dingen, weil ich immer noch dazu schreibe, ich wohne in dem und dem Ort und bin 5 Minuten fußläufig vom Bahnhof entfernt. Also einfacher geht's ja nicht mal. Also man hat es wirklich mit ganz, ganz übel faulen Leuten zu tun teilweise. Ist ganz schlimm. Nummer 5, die Unverlässlichen. Liebe Freunde, geht's scheißen. Allein diesen Satz finde ich schon geil. Geht's scheißen. Wegen euch verbringt man ganze Sonntage bei gutem Wetter zu Hause. Wen ich meine? Jene Menschen, mit denen man um 12 Uhr am Sonntagmittag oder wann auch immer einen Termin vereinbart. Man sitzt zu Hause, um 11.55 Uhr kommt dann die SMS, habe noch einen Termin, geht auch 16 Uhr. Zähneknirschen stimmt man zu, wartet brav zu Hause. Hat ein bisschen was von Warten auf den DHL-Mann. Bis 16.10 Uhr, bis 16.20 Uhr. Um 16.30 Uhr sendet man eine SMS, die nie beantwortet wird. Danke für nichts, lieber unzuverlässiger Interessent. Unzuverlässige Interessenten, da habe ich auch ein bisschen was zu sagen. Und zwar ist das, da habe ich auch einen sehr schönen Fall. Und zwar ist dabei noch was Gutes bei rausgekommen. Wir hatten so eine Katzenliege, die man so an die Heizung klemmt. So ein ganz banales Ding von der Marke Trixi. Das kennt bestimmt jeder so ein Teil, ne? Können sich die Katzen auf die Heizung legen. Und da wir das aber nicht benutzen können, weil wir unsere Heizung zugestellt haben, mehr oder weniger, haben wir beschlossen, das online für einen günstigen Preis, 5 Euro, 10 Euro, auf Kleinanzeigen zu setzen. Und dann kam eine Interessentin, die hat sogar mehrere Typen kombiniert, die hat diesen Mitleidstyp mit dem Faulen kombiniert.
Und zwar schrieb sie mich dann an, sie hätte Interesse, meinte ich so, ja toll, kannst du abholen kommen, Preis weißt du ja, kein Ding, ne? Und dann schrieb sie, ja, ich habe gerade 10 oder 12 Maine Coon Katzen gerettet aus schlechter Haltung und ob ich nicht die Möglichkeit hätte, ihr das so zu geben, kostenfrei, es würde so helfen. Und dann habe ich hin und her mit mir debattiert. Und ich gedacht so, ist ja wieder diese Mitleidstour hin und her. Und dann hatte sie mir noch irgend so einen Link von Kleinanzeigen geschickt, wo Maine Coons waren, wo auch irgendwas stand von wegen kam aus schlechter Haltung, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht so, na gut, gehen wir das Risiko halt ein. Dann habe ich gesagt, ja gut, komm, kannst du kommen, ich schenke dir es, ist kein Problem. Und dann haben mein Freund und ich gedacht, naja komm, wenn wir schon was Gutes tun, dann richtig, und haben dann noch so eine schöne große Tüte mit Spielzeug und Futter. Also wir haben ja von allem immer en masse da. Also wir haben eigentlich immer gut Vorrat da. Und haben dann einfach gesagt, ja, wir bestellen eh demnächst wieder Futter. Und so, hier Dosenfutter, Tütchenfutter, Leckerchen, Spielzeuge, so eine schöne große Tüte gemacht. Und gedacht, okay, wenn sie kommt, kann ich die gleich mitgeben, dann freuen sich die Katzen, ne? So, die Dame kam an dem vereinbarten Tag nicht. Ich schrieb sie an, habe keine Reaktion bekommen, habe erst einen Tag später eine Reaktion bekommen. Ja, sie läge ja mit so schlimmer Lungenentzündung im Bett und sie könne wahrscheinlich erst 3 Tage später kommen. Da habe ich dann gesagt, naja gut, okay, aber dann bitte zuverlässig und bitte auch absagen, falls es nicht klappt. So, und die kam nicht. An dem vereinbarten Tag, der kam und ging und sie kam einfach nicht und hat auch auf keine Nachrichten mehr reagiert. Und ich hatte sie dann angeschrieben letztendlich und hatte ihr geschrieben, weißt du was, wenn du das nicht haben möchtest, wir wollten dir eigentlich noch eine etwas größere Spende mitgeben, dann geben wir es jetzt unserem Tierheim. Und auch darauf hat sie nicht reagiert. Und dann sind wir auch wirklich hingegangen, da habe ich alles zusammengepackt, auch diese Katzen liegen, und habe gesagt, ja hier, leck mich. Und bin zu unserem Tierheim in der Stadt gestiefelt. Wir haben nämlich ein total süßes kleines Tierheim bei uns quasi um die Ecke. Also es ist so 2 Busstationen oder 3 von mir entfernt. Und ja, daraus hat sich entwickelt, dass wir einmal im Vierteljahr eine etwas größere Futter und Leckerchen für Hunde und Katzen Bestellung machen und das einfach ins Tierheim geben, ne? Und so unser Tierheim unterstützen, weil wir ja nicht noch ein Hündchen und noch zig andere Katzen holen können, ne? Wobei ich muss ehrlich sagen, jetzt ist ein kleiner Rüde, bei dem könnte ich theoretisch schwach werden, aber das ist nicht möglich. Aber trotzdem, so ist noch was Gutes dabei entstanden. Was auch ganz schlimm ist, wo auch diese Unzuverlässigkeit rauskommt, das ist Facebook. Facebook Marketplace, es ist ein Kreuz, es ist ein Kreuz. Hand hoch, wer schon mal auf Marketplace was reingesetzt hat und dann immer wieder Anfragen kriegt von wegen, ist der Artikel noch vorhanden, noch da, PN bitte. Diese schönen vorgefertigten Antworten, wo Facebook dachte, ach, wir machen es mal unseren App-Usern und unseren Käufern dort einfach, brauchen sie nur einmal klicken, anstatt selber mal einen ganzen Satz zu schreiben, ne? Sehr schön. Da kriegt man ständig diese noch Ja-Anfragen, und zwar wirklich, je nachdem, was es ist, wenn es ein Artikel ist, der sehr beliebt ist, da kriege ich davon 15 oder so. Und wenn ich dann zurückschreibe, ja, hast du Interesse, kriege ich bei den meisten überhaupt keine Antwort oder nur noch, ach, ich habe mich verklickt. Das kann passieren mit dem Verklicken, tatsächlich. Aber, boah, ist das ätzend. Und lauter so Sachen, wie ist der Artikel noch da? Oder Leute, die da sitzen, so, ach, ich frage einfach mal bei Wildfremden, ob der Artikel noch da ist. Ich will ihn nicht haben, aber ich frage einfach mal an, ne? Ja, so sieht das dann ungefähr aus. Aber ganz ehrlich, ich könnte da noch einen zweiten oder dritten Teil machen über diese Thematik. Es ist unglaublich. Nummer 6, die Nörgler. Ja, man hat dann, nachdem 17 Fotos nachgefordert wurden und zum 5. Mal dieselbe Frage gestellt wurde, sehr freundlich allen Bitten nachgegeben. Man hat viel Zeit investiert, lange Chatverläufe hinter sich. Und dann das. Der Interessent will den Artikel nicht mehr und fängt an zu nörgeln und macht dich als Verkäufer dafür verantwortlich, warum er nun das Interesse an der Kleinanzeige verloren hat. Da kann man schon mal ausrasten. Also so in dem Sinne ist mir es noch nicht passiert. Also wenn Nörgler sind, dann ist das tatsächlich nach einem Kauf. Das habe ich aber dann meistens auf dem normalen eBay.
Das Schöne ist, ich bin super, 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 hyper strikt darin, selber zuverlässig zu sein. Ich gehe jeden zweiten Tag zur Bank, um zu gucken, ob auch das Geld drauf ist. Ich melde mich sofort, wenn das Geld drauf ist. Ich verschicke am nächsten Tag. Ich habe den Vorteil, ich kann das immer morgens vor der Arbeit machen. Das heißt, das ist schnell erledigt. So, normalerweise, wenn es mal länger dauert, weil ich irgendwie krank bin oder mal irgendwie einen Tag auf der Couch einpenne oder so, schreibe ich die Leute dann zügig an und sage Bescheid. Jetzt habe ich das bei zwei Leuten mal vergessen. Und die haben mich innerhalb von einem Tag, einer hat einen Fall aufgemacht, wegen nicht erhaltenem Artikel, nicht innerhalb von einem Tag, also innerhalb von 3 Tagen war das, glaube ich. Und der andere hat mich dann auch angenörgelt, wo denn sein Artikel bliebe. Oder auch sehr schön sind dann diejenigen, die dann sagen, okay, ich habe überwiesen und am nächsten Tag fragen, ob ich schon verschickt habe. Die gehen alle davon aus, dass heutzutage wirklich jeder Online-Banking macht. Und ich zum Beispiel möchte kein Online-Banking machen. Ich mache kein Online-Banking. Trotzdem kriege ich es immer hin, dass ich recht schnell versenden kann. Aber die gehen echt davon aus und so nach dem Motto, ja, ich habe ja heute überwiesen, morgen muss es ja verschickt werden, gell? Und dann wird auch mal schön genörgelt. Aber ansonsten, mit Nörglern habe ich so viel Gott sei Dank nicht zu tun gehabt. Ich hatte auch zum Beispiel einmal den Fall, um mal was Positives zu erzählen, der war echt goldig, der Typ. Der hat was bei mir gekauft und es ist leider in der Post verloren gegangen. Das ist ätzend. Je mehr man verschickt, da ist dann die Gefahr höher, dass es einem halt häufiger mal passiert. Also es ist mir irgendwie schon 3-4 Mal passiert oder so inzwischen. Und dann habe ich halt auch so einen Suchantrag bei der Post aufgegeben, weil es war ein Artikel, der zu 2,70 verschickt wurde, also normaler Briefversand, der nicht versichert war. Und der arme Kerl hat mir echt leid getan. Der war so geduldig. Der hat mich, glaube ich, erst nach über einer Woche angeschrieben, ob ich den verschickt hätte. Und dann habe ich geschrieben, ja, und es ist schon weg, ne? Und es kam nicht an. Und dann habe ich gesagt, ja, warten Sie doch bitte nochmal so eine Woche. Ich melde mich nochmal bei Ihnen oder sagen Sie mir Bescheid, ob der Artikel da ist oder nicht, weil manchmal kann es vorkommen, dass ich mich mal verschätze oder vermesse und dann ist der Umschlag 1 Millimeter zu dick und dann wird das Ding gnadenlos zu mir zurückgeschickt und ich darf es nochmal verschicken. Ist mir auch schon häufiger passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, kann sein, dass ich mich vielleicht vermessen habe und der Umschlag doch 1 Millimeter zu dick war. Warten Sie nochmal eine Woche, weil wenn es nochmal zu mir kommt, dann dauert es halt meistens. So kam aber nicht. Und dann habe ich einen Suchantrag aufgegeben, der irgendwie auch nochmal 2 Wochen dauerte oder sowas. Und im Endeffekt habe ich dann gesagt, hier, ich überweise Ihnen die Hälfte des Kaufpreises als Kulanz. Und damit war er dann auch zufrieden. Also da muss ich sagen, für solche Käufer bin ich sehr dankbar, weil hin und wieder kann ja mal was passieren. Aber ansonsten mit Nörglern habe ich da Gott sei Dank nicht so doll viel zu tun. Und Nummer 7, der Käufer. Endlich ist dann mal jemand da. Jemand, der nicht deppert doppelt gefragt hat, der gelesen hat, der einen fairen Preis zu schätzen weiß, der sich glücklich über das Produkt schätzt und auch pünktlich den Artikel abholt. Ja, jemand, der ein Happy End bringt und dich glücklich denken lässt, habe ich nicht zu Hause noch etwas herumliegen, das ich verkaufen kann. So, und dann haben sie noch eine Kolumne mit Kleinanzeigen-Stories. Ich muss sagen, auch wenn es unglaublich viel Ärger einbringt, also wirklich, wenn man wie ich viel online setzt. Also ich meine, ich habe viel Krempel. Ich habe auch damals, als wir zusammengezogen bin, extra Sachen aufgehoben, wo ich sage, die sind zu schade zum Wegwerfen. Da möchte ich, dass sich noch jemand drüber freut. Die werde ich verkaufen. Und ich verkaufe wirklich die Sachen eher zu kleinen Preisen, damit sie auch weggehen. Und damit sich halt noch jemand freut, weil ich halt nicht gerne links und rechts Sachen wegschmeiße. Und ich bin halt jemand, der so sammelt, gell? Also ich sammel. Und wenn ich es dann nicht mehr brauche, dann muss es halt weg, ne? Muss es wieder in die andere Richtung. Und aber genau für solche Leute, wie zum Beispiel dieses Mädel, mit denen, das die Glasflaschen bekommt hat, super nett. Ich habe so nette Menschen teilweise schon gehabt, die Sachen abgekauft haben. Und eine Geschichte muss ich euch noch erzählen. Und zwar war das so eine, kennt ihr diese Menschen, die halt wirklich einfach goldig von ihrer Art sind, die total verdüttelt sind, wo man eigentlich sagen, sich verarscht fühlen müsste, aber die meinen es gar nicht so. Und zwar hat, ich weiß nicht mehr, was da abgekauft wurde, kam eine Frau an, die war so ein bisschen tüttelig und sie kam an und hat über 5 Stockwerke nie gesehen, während sie sich da die Treppe hochschnaufend hochgekämpft hat, dass wir einen Fahrstuhl haben. Das ist schon,
zwei, dreimal passiert bei drei Leuten, wo ich dann meinte so, hast du nicht gesehen, dass wir einen Fahrstuhl haben? Nö. Und ich so, du bist schon an drei Stationen vorbeigelatscht. Also der hält nicht in jedem Stockwerk, sondern zwischen den Stockwerken. Ne? Man sieht die Fahrstuhltür. Ne? Und dann kämpft sich da so ein platinblondes, super aufgetakeltes Schnittchen da die Treppe hoch. So ein bisschen moppelig, so klein und so, ach Gottchen, mit so einer Piepstimme, so, ach Gottchen, habe ich es jetzt geschafft? Und dann hatte die, ich weiß nicht mal, was ich an sie verkauft habe und für welchen Preis. Ich hatte sie aber vorher gebeten, das Geld bitte passend mitzubringen. Und ich glaube, das war irgendwie ein Betrag von 10 Euro oder so, weil ich halt kein Wechselgeld in dem Moment da hatte. Dann habe ich 10 Euro in Münzen, in Münzen gekriegt. Und sie hatte irgendwie, nee, es muss 5 Euro gewesen sein, nicht 10 Euro, 5 Euro. Und dann habe ich wirklich 5 Euro in Münzen in die Hand geschüttet gekriegt, ganz, ganz genau abgezählt. Und ich meinte so, ja, aber passend hieß jetzt nicht in Münzen. Und sie so, ach Gott, ich dachte, du wolltest es in Münzen haben, so für Fahrkarten und so ein Kram, ne? Und ich so, nee, und dann stand ich da mit dieser Handvoll Münzen. Und hat sich im hinterher hat sich sogar rausgestellt, dass ich sogar noch dass ich eine Münze, wo ich dachte, ja geil, das ist ein 2-Euro-Stück, das war ein Lira-Stück. Also habe ich noch nicht mal den vollen Betrag gekriegt. Aber ich muss sagen, diese Frau war so herzig und so goldig und so süß von ihrer Art her und so. Ich mag ja solche Menschen total gerne. Und da habe ich wieder gedacht, und da gestanden, wo sie dann wieder so runtergelatscht ist, meine ich so, ja, für genau solche Leute mache ich das. Für genau solche Leute, die man einfach mögen muss, mache ich das. Also da sehe ich gerne, wenn meine Sachen dahin gehen. Ich habe auch eine ganze Weile, also ich habe auch kein Problem damit, Sachen zu verschenken. Ich wollte nur sicher gehen, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, dass ich jetzt partout immer Geld für alles will. Ich verschenke auch gerne Sachen. Nur habe ich jetzt beschlossen für mich, aufgrund von unglaublich vielen schlechten Erfahrungen, was Verschenken angeht, dass ich das auf Kleinanzeigen zum Beispiel oder Marketplace nicht mehr machen werde. Ich habe auch viel Klimbim, der eigentlich so nichts wert ist, außer vielleicht, dass jemand was sammelt oder was weiß ich, jemand kann gerade irgendein olles T-Shirt für irgendwas gebrauchen, dann verschenke ich sowas gern. Nur das Problem ist halt, dann schreien alle hier und keiner nimmt's oder will es abholen kommen oder sonst was. Das ist wirklich, wirklich schlimm geworden. Also es ist wirklich sehr, sehr schade. Und ich finde es auch sehr schade, dass dieser respektlose Umgang, der inzwischen auf den Anzeigen, auf den Kleinanzeigen oder generell auf Facebook oder so, der da so herrscht, dass der Leute wie mich dazu bewegt, die eigentlich gerne Sachen verschenken auch, zu sagen, nö, mache ich nicht mehr. Und wenn ich nur 1 Euro dafür nehme, ist mir egal. Aber das Verschenken möchte ich nicht mehr. Ich habe jetzt doch nochmal einen Versuch gestartet und habe mich jetzt bei, ich glaube, dem, es gibt so Free Your Stuff-Gruppen, nennen die sich. Und es gibt eine für Frankfurt und eine für den Main-Taunus-Kreis oder Hochtaunus-Kreis, ich weiß es nicht mehr. Und da geht es nur ums Verschenken. Da schreibt man rein, Need, und dann schreibt man rein, wenn man was braucht, oder Give, und dann schreibt man rein, was man abzugeben hat, und vielleicht meldet sich da jemand, der was haben möchte. Aber es sind halt auch so Sachen wie zum Beispiel, wir hatten von der Oma von meinem Freund ein Seniorenbett. Also eins, was hinten und vorne hochzufahren ist, in verschiedenen Positionen, was schön hoch ist, sodass die Oma nicht irgendwie viel in die Knie gehen musste, zum ins Bett gehen und draufstehen. Und das war echt ein gutes Teil noch. Ne? Also die Oma ist umgezogen und brauchte das nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verschenken das. Es hatte außenrum unten Kratzspuren von dem Kater, den die Großmutter hatte, aber nichts Wildes. Ne? Und ich sage jetzt mal, wenn man was geschenkt bekommt, da kann man ein bisschen Stoff drumherum machen und dann sieht man das nicht mehr. Das wäre nicht schlimm. Ansonsten war das tipptopp in Ordnung. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben dieses Bett nicht losbekommen. Es war wochenlang online und es waren so viele Anfragen. Also ich habe das ein bisschen koordiniert. Es waren so viele Anfragen von Menschen, zum einen von der Kategorie Mensch, die dann die Sachen ins Ausland transportieren zum Verkaufen. Sind wir mal ehrlich, das ist eine gewisse Kategorie an Käufern, die auch nicht unbedingt so das beste Auftreten immer haben. Und ganz viele haben dann hier geschrien und haben sich aber dann nie wieder gemeldet. Oder ich habe dann den Kontakt zum Vater hergestellt von meinem Freund
Und da haben die sich auch nicht gemeldet oder haben einen Termin ausgemacht und er saß dann irgendwie über eine Stunde da in der Wohnung und hat gewartet. Und das fand ich, das war mir quasi schon fremdpeinlich, ne? Also es war mir echt unangenehm schon. Und das war dann auch für mich der Punkt zu sagen, also dort werde ich auf jeden Fall nichts mehr verschenken. Das ist einfach nur noch ätzend, also wirklich grausig. Ich hoffe, das Video, bevor ich jetzt noch weiter schwafel, also wie gesagt, ich könnte immer wieder Geschichten erzählen. Ich habe immer wieder solche Geschichten auf Lager oder solche Erlebnisse. Falls ihr Interesse dran habt, dass ich da mal eine kleine Kategorie draus mache, die ich irgendwie hin und wieder mal ins Leben rufe, könnt ihr mir das ja mal unten reinschreiben. Da fallen mir bestimmt Sachen ein, jetzt wo so ein bisschen das Eis gebrochen ist. Aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und schreibt mir doch einfach mal, wenn ihr irgendeine lustige oder eine krasse Verkaufsgeschichte habt, knallt sie mir doch einfach in die Kommentare, ich freue mich oder so, da können wir uns mal drüber austauschen, weil verkaufen ist recht abenteuerlich. Und dann wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dann!